Was geht ab, Leute? Das hier sind 10.000 Euro und wer zuletzt das Trampolin verlässt, bekommt heute 10.000 Euro, Leute. Lasst dein Like und dein Abo da. Let's go! Sollen wir Krankenwagen rufen? Hey yo Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir sind heute hier bei StarJump in Mannheim. Wir durften hier diese riesen Trampolinhalle nutzen, für dieses coole Video zu drehen. Also checkt das gerne mal in der Videobeschreibung aus. Und heute gibt es, wie gerade eben schon erwähnt, 10.000 Euro zu gewinnen für die Person, die zuletzt das Trampolin verlässt. Und das hier sind die Teilnehmer. Ich bin Fabian. Genau, ich bin Leon. Ich bin Leontief. Ja, was geht? Marvin hier. Moin. Was geht, Freunde? Wir haben hier also zwei YouTuber und zwei weitere Paulberger, die heute mitmachen werden. Und wer das Geld gewinnt, werdet ihr jetzt sehen, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wir werden die Challenge jetzt beginnen. Dann kommt mal aufs Trampolin, Leute. Let's go. So. Wow. Wow. Okay, Leute, die Regeln sind klar. Wer jetzt zuletzt das Trampolin verlässt, gewinnt das Ding. Also dann würde ich sagen, viel Spaß hier, Leute. Okay. Aber natürlich wird es auch noch einige Challenges geben, damit es nicht zu langweilig wird. Und deswegen würde ich sagen, die Challenge beginnt jetzt. Aha, aha, Leute. Okay. Die sollen sich erstmal noch ein bisschen auspowern, die Paulberger. Mal gucken, wann den ersten die Energie ausgeht. Aha, aha, okay, okay. Leute, denkt an die 10.000 Euro. Okay, 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 okay. So, jetzt einmal alle herkommen, denn jetzt gibt es die erste Challenge. Wir müssen uns leider gleich schon von einem verabschieden. Und zwar, Leute, wir werden jetzt zur ersten Challenge kommen. Und zwar die Frontflip Challenge. Ja! Ey, Leute, es geht doch hier um 10.000 Euro. Ja, was denkt ihr denn hier? Und deswegen werden wir jetzt hier die Frontflip Challenge machen. Und wer weiß, wenn es jemand nicht schafft, dann fliegt er jetzt schon raus zum Start. Okay, wer will beginnen? Wer will den ersten Frontflip machen? Okay, dann let's go. Leon Team, let's go. Let's go. Oh! Und wird er es schaffen? Wow, sogar gestanden, Junge. Ey, Alter, mit 7 Jahren kann der perfekten Frontflip. Junge, Junge, ich konnte noch nie so einen guten Frontflip, Leute. Der ist echt krass. Boah, er hat einfach hier gerade nochmal einen gemacht. Oh, er dreht ja völlig durch hier. Leute, könnt ihr auch einen Frontflip? Ich glaube, ich kann das gar nicht. Okay, also Leontin ist auf jeden Fall schon mal weiter. Er hat sich abgesichert für die nächste Runde. Okay, wer möchte als nächstes? Komm, ich mach. Oh, okay, Leute. Lukas BS. Leute, ich sag euch, ich bin Maschine, ich kann auch Frontflip. Oha, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Mach mit GoPro. Okay. Oh. Okay, das war ein bisschen eine unsaubere Landung, aber er hat das Ding trotzdem gestanden und deswegen Lukas BS auch in der nächsten Runde weiter. Fabian. Oh Gott, Fabian. Ich bin so scheiße darin. Fabian Frontflips. Klar, Digga. Let's go. Ja, okay, auf dem Hintern gelandet, aber das lassen wir natürlich auch gelten. Und jetzt noch Marvin zu dem FLOG. So, Freunde, ganz, ganz wichtig, ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Was? Digga, no joke. Nein. Du machst jetzt hier mein Video das erste Mal einen Frontflip. Ja, ja. Ey, okay. Max, ich glaube, Leute, schreibt mir gerne einen Kommentar, habt ihr das schon mal gemacht, ja oder nein? Es gibt sehr viel zu gewinnen. Denkt ihr, ihr werdet es schaffen? Nein. Nein, nein. Oh, die Leute lieben dich, Digga. Front, flip, front, flip, front, flip, front, Ey, das war aber das war besser als Lukas Polsters, der hat nicht so gestanden. Sei ehrlich, Mann. Okay, was sagt die Jury? Lassen wir das durchgehen. Ey, Leute, ich habe aber übelst mein Knie eben verdreht. Ich habe geisteskrank Schmerzen gerade. Kein Spaß jetzt. Oha, die Leute hier geben alles. Lassen wir das durchgehen? Ja oder nein? Was sagt die Jury? Lassen wir durchgehen, weil sonst wäre meins auch nicht durchgegangen. Kriegen ich das durch. Okay, ich sehr auch. Korrekt. Auch. Okay, du hast Glück. Die Leute lassen dich noch eine Runde weiternehmen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, springt weiter, Freunde. Ja. Die Challenge geht weiter. Okay. Okay, Leute, okay. Also bis jetzt sind noch alle Leute am Start. Bis jetzt sind noch alle Teilnehmer drin. Lukas ist hier schon leicht angeschlagen. Mal gucken, wann der Erste aufgeben wird. Denn gleich, meine Freunde, geht es natürlich mit der nächsten Challenge weiter. Hier wird natürlich nicht nur gesprungen. Das wäre ja zu einfach. Und deswegen habe ich mir schon was Neues krass überlegt. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar, Leute, bei der zweiten Challenge kommen wir nämlich hier zu diesem Rad, Freunde, zu diesem Rodeo-Rad. Und zwar, der als Erstes jetzt rausfliegt, ist raus aus der Challenge, Freunde. So, Leute, seid ihr bereit für die zweite Challenge? Okay, dann kommt mal hoch. Ihr dürft jetzt für diese zweite Challenge kurz das Trampolin verlassen. Denn jetzt, ihr könnt es schon sehen, kommen wir nämlich hier zu diesem Rodeo-Teil. Ich nenne das jetzt einfach mal Rodeo-Teil. Und zwar, Leute, ganz, ganz einfache Sache. Wer zuerst rausfliegt, ist raus. Oh mein Gott. Okay. Ganz, ganz einfaches Ding. Okay, seid ihr alle bereit? Ja! Die Teilnehmer sind am Start. Und dann würde ich sagen, let's go. Okay, es startet, Freunde. Wir müssen hier ein bisschen an den Rand gehen.
Natürlich, man darf alles machen. Ihr dürft nur nicht eure Fläche verlassen. Oh, oh, da hat schon den ersten erwischt. Oh. Das wird natürlich auch immer schneller. Bis jetzt ist noch keiner raus. Oh, Junge. Okay. Marvin, alles gut? Gibt's da Verletzte? Oh, da gibt's schon die ersten Verletzten. Oh mein Gott. Digga, hier ist nichts. Okay. Na, Lukas, wird's langsam anstrengend? Ja, mein Knie tut immer noch weh. Oh, Lukas, hier angeschlagen? Ja. Wie lange wird der sich noch halten können? Ey, ja, das ey, das ist nicht erlaubt. Bitte im Moment bleiben. Hier werden keine Cheatereien geduldet, Leute. Okay, wir werden mal rübergehen. Wir werden jetzt mal rübergehen und hier Marvin Flocks interviewen, wie es läuft. Bruder. So, ey, ich hab Marvin, wie läuft's? Bruder, das geht, das Teil ist hier einfach gegen. Guck mal jetzt schon. Ist so gegen meinen Kopf oben. Ja, okay, jetzt schon anstrengend. Gesehen, aber bis jetzt halten sich alle. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufdrehen. Ja, kein Problem. Okay, die Stufe wird sich jetzt erhöhen. Das geht mir hier noch zu langsam. Okay, bis jetzt können sich noch alle halten. Aber das wird jetzt natürlich noch viel, viel schneller werden, Leute. Oh. Er macht es sogar als nächstes, das Ding einfach berührt. Ja. Der fliegt raus. Okay, Leute, wir werden jetzt die Schwierigkeit ein bisschen erhöhen. Und zwar, wer als nächstes dieses Teil berührt, ist raus. Also stellt euch vor, das wäre aus Laser oder sowas. Ja. Oh! Nein! Oh mein Gott, oh Gott. Alles gut? Wir haben ein Opfer gefunden, Leute. Oder ist einfach abgerissen. Leowin, was war da los? Was ist passiert? War zu schnell, ne? Aber alles gut. Leowin, du bist leider raus jetzt. Okay, weißt du was? Nur weil du so korrekt bist, darfst du noch eine Challenge mitmachen, okay? Du darfst dich noch einmal absaven, ja? Oh, okay, Leute, es geht weiter. Die Challenge geht weiter. Bis jetzt ist noch niemand rausgeflogen. Aber Leontin, pass auf. Du durftest dich gerade noch mal retten, okay? Und jetzt musst du aber beweisen, ob du wirklich weitermachen kannst. Und zwar, du musst in einer 1v1-Challenge gegen Fabian antreten. Wenn du es schaffst, ihn zu bezwingen, bist du wieder drin in der Runde, okay? Okay, Leontin, du kannst dich jetzt nochmal retten. Du bist gerade eigentlich rausgeflogen, aber weil ich dich cool finde, gebe ich dir jetzt nochmal eine Chance, dich zu retten. Und zwar, du musst jetzt Schnick, Schnack, Schnuck gegen Fabian machen. Wenn du gewinnst, kannst du dich retten. Wenn Fabian gewinnt, dann bist du endgültig raus. Einfach nur bis eins. Okay. Schere, Stein, Papier. Okay. Oh. Schlag, Schluck. Bam. Oh! Ja! Wow! Leontin ist back! Leontin ist back! Ja! Okay, sehr gut. Das heißt, ey, aber das Problem ist, es ist bis jetzt noch niemand rausgeflogen. Wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen die Challenges härter machen, Leute. Okay, es geht weiter. Die Challenge geht weiter. Okay. Wer zuletzt das Trampolin verlässt? Wer jetzt nicht hüpft, fliegt raus. Ihr müsst permanent hüpfen, Leute. Okay, Leute, die anderen müssen hüpfen, ne? Und in der Zeit habe ich eine ziemlich krasse Idee, wie wir die anderen vielleicht zum Aufgeben zwingen können. Und zwar, Leute, hier drin ist richtig warm, es ist richtig anstrengend. Und irgendwann bekommt jeder mal Durst, Leute. Okay, ich werde jetzt hier den Endgegner nehmen. Wir haben hier einmal Powerade und Wasser, Leute. Na, Leute, wird's schon anstrengend? Nee, alles gut, du. Die Leute. Es ist wirklich gar nicht warm oder so? Hat keiner von euch Durst? Ja, ich sag mal, das Trinken wartet direkt hier auf euch. Ey! Oh! Leontin! Nein! Oh mein Gott! Nein, er ist rausgegangen! Er ist reingefallen auf den Trick! Leontin, hier ist dein Power. Ich darf es eh nicht trinken! Du darfst das nicht mal trinken! Warum? Warum bist du denn dafür rausgegangen? Dann nimm hier ein Wasser. Oh, ey, das war ein geisteskranker Trick an ihm, Alter. Ey, das war ein richtig krasser Trick. Okay, aber du hast trotzdem gut gekämpft. Weißt du was, Leontin, komm her. Hier. Ja. Das ist trotzdem für dich als kleiner Trostpreis, okay? So, nimm das. Hä, hey, warte mal. Hast du mir hier gerade das Powerade geben lassen? Powerade geklaut.
Oh mein Gott, die haben geteamt. Ihr habt geteamt, warum macht ihr das? Oh mein Gott, und jetzt steppt er auch noch. Oh mein Gott, Leute, er hat uns hops genommen. Das war der Powerade-Gate, Leute, aber wir haben hier noch das Wasser. Vielleicht fällt noch jemand auf das Wasser rein. Oh, Marvin. Marvin, ist es wird doch langsam heiß, oder? Nee, du, alles gut bei mir. Ich brauch das nicht, aber hier, guck da mal. Ey, schalt durch. Der hat doch auch Schmerz. Ich hatte mal sein Bein nicht gefühlt. Ey, Lukas, dein Bein. Du musst doch raus hier. Okay, die geben irgendwie nicht so auf, Leute. Freunde, ihr kriegt eine kleine Pause, was das Springen angeht. Und zwar, wir kommen jetzt nämlich zur nächsten Challenge. Und jetzt wird garantiert jemand von euch rausfliegen, Leute. Und zwar, wir kommen hier zur 1v1-Challenge. Okay, Leute, wir kommen jetzt zur nächsten Challenge, der 1v1-Challenge. Und zwar, einer von euch wird garantiert jetzt rausfliegen. Das ist doch voll unfair. Oh, ja, okay. Alter, du hast halt ein bisschen jetzt leider... Ey, aber du hast da halt Glück gehabt. Guck mal, wir sind total riesig, weißt du? Es geht nicht anders. Es muss hier die Challenge gemacht werden. Es tut mir leid. Also auf jeden Fall, ich möchte nur, dass er rausfliegt. Boah, Bro, was hast du dir gegen? Was hast du gegen? Ja, hier geht's nicht, hier geht's nicht. Ich wollte mir auf der Messe mein Genick brechen. Boah, ey, Bro. Bro, ey, die Leute drehen durch, es geht um 10.000 Euro. Okay, ich würde sagen, jetzt Marvin gegen Lukas. Hä? Das Battle. Oh, und was ist mit ihm? Ja, erstmal macht ihr. Oh mein Gott. Okay. Okay, das große Battle. Marvin flockt gegen Lukas BS. Oh mein Gott. Okay, komm. Leute, vergesst nicht. Ihr wisst, worum es geht. Es geht um 10.000. Oh! Marvin pusht! Boss! Beide raus. Das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ich hab's jetzt nicht gesehen. Ich würde sagen, wir machen eine Wiederholung. Oh! Das YouTuber, das Ding ist, Max, weißt du, ob ich das schaffe, soll ich es mal sagen? Warum? Weil ich bin Mitglied auf deinem Kanal, deswegen habe ich extra Kräfte. Oh, stimmt. Er hat wirklich im Livestream Mitglied gemacht, das weiß ich. Marvin. Okay, Leute. Lukas. Oh. Aha. Ich habe hier die Paulberg-Unterstützung, Junge. Oh. Nein. Wow. Man muss hier sagen, es sind zwar beide wieder runtergefallen. Ja, das muss man echt sagen. Deswegen würde ich sagen, Lukas war zuerst. Komm her, Bo, ich helfe dir. Diese Runde geht an Marvin FLOG. Und Lukas ist leider raus. Haben alles gegeben, Leute. Und er ist schon recht verletzt, Leute. Schreibt mir das in die Kommentare. Ja. Lukas, hast gut gekämpft? Ich habe alles gegeben, Freunde. Sehr gut. Aber Leute, das bedeutet, wir kommen jetzt schon zum Finale. Und zwar jetzt hier. Marvin gegen Fabian. Okay, Leute, wir kommen jetzt zur finalen Challenge und der Gewinner jetzt bekommt die 10.000 Euro, Leute. Also seid jetzt auf jeden Fall gespannt, bleibt dran und lasst ein Like und ein Abo da. Marvin gegen Fabian. Wir machen jetzt hier nämlich den Ninja Warrior Parcours und alles wird hier offiziell mit Zeit gestoppt. Also niemand kann hier sagen, es wäre irgendwie unfair oder sowas. Ja, ich glaube, es sind gleiche Bedingungen für euch beide. Marvin ist ein bisschen größer, er ist dafür kleiner. Aber er ist wendiger. Er passt da, glaube ich, besser durch. Dafür bist du vielleicht auch ein bisschen noch muskulöser und sowas, hast mehr Kraft und deswegen würde ich sagen, ich glaube, das ist wirklich ein ausgeglichenes Battle. Wer will beginnen? Wisst ihr was? Macht Schere, Stein, Papier, wer anfängt. Okay. Oh mein Gott. Haha, du musst anfangen. Oh! Let's go! Ja, okay. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Er zieht durch. Wir können das von der Seite sehen. Wow. Er ist sehr gut. Wow. Er hangelt sich entlang. Sehr, sehr sportlich. Stark. Oh, er hat auf jeden Fall ein paar Mal nicht, aber ich merke schon. So, okay. Und wieder zurück. Er ist auf der Zielgeraden. Wow. Zieh durch. Die Zeit. Und boom. Nein. Okay, Leute. 29 Sekunden gilt es zu toppen für Marvin. So, let's go, Leute. Ich hole mir jetzt das Geld. Darum geht's. Oh mein 10.000, Gott. Oh mein Gott. Das ist echt zu viel. Leute. Das ist krank, Leute. Und Leute, wenn ihr solche Videos feiert wie diese, dann zeigt es doch einfach mal mit einem Like und mit einem Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr das Ganze weiter supporten wollt, Leute, dann checkt doch auch gerne mal meinen Shop aus, iCramix.shop. Die neuen Shirts, ihr wisst Bescheid. Und jetzt kommen wir zum Finale. Okay, Marvin, bist du fokussiert? Bruder, ich bin voll fokussiert. Marvin, riech erstmal bis am Geld. Oh mein Gott, 10.000. Ja. Bruder, er bekommt auf einmal Superkräfte. Ey, ich sag euch, Leute, wenn ich gewinne, ich gebe Lukas dem Ehrenbruder die Hälfte ab. Alter, Das ist wirklich Ehre. Okay, dann, Marvin, ich würde sagen... Das kann ich? Ja. Okay, 3, 2, 1, los. Marvin! Wow, okay. Marvin. Der Timer läuft. Wir beobachten hier Marvin. Einmal hier runter. So. Schnell, ich muss mich beeilen. Oh mein Gott, du musst lang hier.
Stark, 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 stark. Oh mein Gott, er ist schnell, er ist sehr schnell, er ist sehr schnell, Leute. Ja, okay, er war aber früher. Hab ich gewonnen? Er war früher, er war 23 Sekunden, Leute. Ja. Oh mein Gott! Mein Gott! Let's go! Oh mein Gott! Morgen. Oh mein Gott! Wow! Oh. Let's go! Alter! Oh, Junge. Herzlichen Glückwunsch, Marvin! Oh mein 10.000 Euro für den Gewinner! Ey, Lukas, die Hälfte kriegst du ab, hab ich dir gesagt? Oh, ihr Junge! Mann! Ja jetzt! Hier, nimm das einfach! Ey, Leute! Oh aber ey, warte! Ich bin Ehrenmann! Genau, ich wollte dir auch gerade sagen. Ich gebe dir noch und das dir noch. Ist sehr korrekt, sehr korrekt, sehr korrekt. Oh hier geht niemand leer aus, Leute! Leute! Dann würde ich sagen, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr sowas mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich sagen, bis dahin, Leute, euer Next.